Das Königreich Vlandien. Herrscher ist König Dertert. Die Städte sind Charas, Galent, Jakulan, Oxhal, ein nomineller Vorgänger von Uxkal aus Warband, Ostikan, Pravent, der nominelle Vorgänger von Praven aus Warband, Rowald und Sargoth. Seine Nachbarn sind Batanien, Sturgien, das westliche Imperium und die Aserei. Der kulturelle Bonus ist ein 20%iger XP-Bonus für alle Truppen nach gewonnenen Schlachten. Seine Unterfraktionen sind die Kompanie des Goldenen Ebers, eine Söldnertruppe mit Inspiration an ähnlichen Verbänden des europäischen Mittelalters, und die Bruderschaft der Wälder. Effektiv eine Banditengruppe, die versucht, von Reichen zu stehlen und den Armen zu geben. Ursprung. Vlandien mag zwar schon länger unabhängig sein, aber seinen Ursprung hatte das Land, als viele Söldner, Abenteurer und teilweise auch Banditengruppen und Piraten aus Übersee nach Calradia kamen, um ihr Glück zu suchen. Zu dieser Zeit, hunderte Jahre vor dem Spiel, gehörte das jetzige Vlandien zum Großteil zum Calradischen Kaiserreich. Den Namen Vlandia bekam das Land durch Wielund den Tapferen, den man im Calradischen Valandion nannte. Das Kaiserreich heuerte die vielen Söldner gerne an und nutzte sie in seinen Kriegen. Und die Vlandier machten ihre Arbeit gut. So gut, dass sie für die Kaiserlichen unverzichtbar wurden. Sie verteidigten das Reich gegen Feinde von innen und von außen, gegen die Stämme der Aserei in der Wüste, gegen batanische Rebellen und ununterworfene Stämme im Inneren des Reiches. Irgendwann konnten die Kaiserlichen sie nicht mehr mit Geld abbezahlen und mussten sie mit Ländereien und Titeln bezahlen. Somit wurden aus Söldnern und Schlägern langsam aber sicher adlige Landesherren im Dienste des Kaisers. Eine ziemlich kurzsichtige Politik, denn schon bald ließen sich die Vlandrier wirklich nieder, heirateten, bauten Farmen, Burgen und Dörfer und sogar Städte. Mit der zunehmenden Schwäche des Kaiserreichs brauchte man die Vlandrier mehr denn je, jedoch konnte man sie nicht mehr bezahlen. Und hier schlug die Stunde des Osric Eisenarm, der eine Rebellion gegen das Kaiserreich als Folge seiner Zahlungsunfähigkeit führte und sich schließlich zum König von Vlandien ausrufen konnte. Das Ingame-Wiki schreibt die Geschichte folgendermaßen weiter. Frei übersetzt: Die vlandische Monarchie geht zurück auf Osric Eisenarm, einen Kriegsfürsten, welcher es schaffte, die westlichen Küsten für sich in Besitz zu nehmen. Als Friedensangebot erkannten ihn die calradischen Kaiser als König an. Im gleichen Atemzug erkannte Osric seine Leutnants als Barone oder Grafen an und gab ihnen volle Kontrolle über ihre Gebiete und erwartete im Gegenzug, dass sie unter seinem Banner in den Krieg folgen würden, falls nötig. Manche vlandrische Könige versuchten, ihre Gebiete zu erweitern, andere wiederum ließen die Barone sich gegenseitig ausspielen und unter sich intrigieren. Solange Geld und Truppen immer zur richtigen Zeit zur Verfügung standen, war ihnen das gleichgültig. Hierbei wird jedoch nicht erwähnt, dass Osric Eisenarm tatsächlich die damalige Hauptstadt des Kaiserreichs Baravenos eroberte und ihn somit einen ziemlichen Schlag versetzte. Das Kaiserreich war geschwächt, der Weg für Vlandien war frei. Jetzt jedoch, zum Zeitpunkt des Spiels, wo das Kaiserreich zu zerbrechen droht und Vlandien so stark wie nie scheint, sind sie doch am schwächsten. König Dertert leidet an Lethargie und seine Vasallen setzen nicht mehr viel Vertrauen in ihn. Im Krieg gegen Sturgien und Batania, in welchem das Kaiserreich sich in drei Fraktionen aufteilen sollte, stand König Dertert eigentlich noch auf der Seite des Kaisers Neretzes. Allerdings verrieten die Vlandrier das Kaiserreich erneut, als dieses zu den Waffen riefen. Es kam zu der unglaublichen Schlacht von Pendraic,
in welcher Kaiser Neretzis getötet wurde. Vlandien, Batania und Sturgien waren zwar siegreich, erlitten jedoch schwere Verluste, wofür die Barone Dertet bis heute beschuldigen. Eines hatte die Schlacht jedoch deutlich gemacht. Vlandien ist nun endgültig kein Verbündeter des Kaiserreiches mehr. Kommen wir nun zu den Stärken und Schwächen dieser Fraktion. Zuerst die Stärken. Vlandrische Truppen haben folgende Vorteile. Sie haben sehr starke Lanzenreiter, welche gegnerische Infanterie einfach niederreiten können und ihnen sehr viel Schaden in vollem Ritt zufügen. Sie haben eine extra Einteilung für Armbrustschützen, die früh und einfach erreichbar und sehr günstig zu haben sind, eine sehr gute Wahl im Early Game. Alle Infanterieeinheiten haben Zugang zu Stangenwaffen, was die Anfälligkeit für gegnerische Kavallerie enorm verringert. Ihre Heimatgegend ist sehr dicht besiedelt, was dafür sorgt, dass man fast immer und überall Zugang zu vlandrischen Truppen hat. Nun zu ihren Schwächen. Es gibt nahezu keine berittenen Bogenschützen im vlandischen Truppenbaum. Außerdem gibt es keine wirklichen Bogenschützen, was bedeutet, dass man gegen eine große Anzahl von Infanterie sehr anfällig sein kann, da sie sich vollständig auf Armbrüste verlassen. Einige Truppen haben keine Alternativwaffen wie zum Beispiel Wurfäxte oder Wurfspeere, sondern nur ihre Primärwaffen wie Speere, Schilde und Schwerter. Die Heimatregion besitzt außerdem nur eine einzige Pferdezucht und wird zudem oft von Seeräubern geplagt. Historische Inspiration. Vlandien ist eine generelle Anlehnung an die europäischen Mittelmächte des Früh- und Hochmittelalters. Besonders die Franken haben eine große Inspiration für sie abgegeben und viele ihrer Truppen, wie beispielsweise die Panzer- und Lanzenreiter, sind von fränkischen Truppen inspiriert. Eine weitere Inspiration sind auch die Normannen aus der Normandie gewesen, welche ihre Wurzeln bei den Wikingern und speziell bei Rollo dem Wanderer hatten. Es könnten auch die angelsächsischen Königreiche eine inspiratorische Rolle gespielt haben, da bei ihnen ebenfalls eine ausländische Fraktion von Kriegern und Söldnern sich niederließ und schließlich ihr eigenes Königreich gründete. Trivia. Die Veteranen der Mountain Blade-Reihe haben es sicher gemerkt. Vlandien herrscht in Bannerlord beinahe über das gesamte Gebiet, welches man in Warband bereisen konnte. In Warband selbst wurde damals noch von dem Begleiter Jerimus gesagt, dass in Suno der kaiserliche Lebensweg noch am ehesten verfolgt wird. Allerdings existiert Suno oder eine Vorgängerstadt in Bannerlord noch gar nicht, was dieses Zitat entweder zu einem Plothole macht oder vermuten lässt, dass sich Vlandien irgendwann selbst zum Kaiserreich ausrief, das Kaiserreich Vlandien besiegte und das Gebiet erneut eroberte, oder das spätere Schwadien, welches ein Nachfolger von Staat von Vlandien war, sich selbst ebenfalls zum Kaiserreich ausrief. Es lassen sich vor allem mehrere Dinge feststellen, welche Vlandien mit Warband identifizieren. Die vlandrischen Armbrustschützen erinnern mich persönlich sehr an die Roddock-Schützen. Sie sind ähnlich genau und sehen auch ähnlich aus. Die vlandrischen Bannerritter erinnern wiederum mehr an schwadische Ritter. Es liegt also nahe, dass sich die Identität Vlandiens geändert hat und damit sich die der Roddock formen konnte. In meinen Augen könnte die vlandrische Stadt Jakulan auch gut ein Vorgänger der Stadt Jelkala, der Hauptstadt der Roddock, sein. Und das war es auch schon mit einer Zusammenfassung über das Königreich Vlandien und einen Einblick in ihre Geschichte, Lore und Zusammenstellung der Truppen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Hunger auf Bannerlord habt, dann tut mir einen Gefallen und kauft es. Tailwords hat so lange an diesem Spiel gearbeitet und den aktuellen Hype, der gerade vorherrscht, den hat es wirklich verdient. Wenn euch allerdings einfach nur das Video gefallen hat, dann lasst dem guten Gaius doch ein Abo da oder auch ein Like, wenn ihr schon dabei seid. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn wir weitermachen mit dem westlichen Kaiserreich.
und denkt immer dran. It's almost harvesting season.